Ja, hallo, liebe Zuschauer. Wir melden uns hier von dem Stand der Firma Büttner auf der Caravan 2021, die wieder sehr, sehr viele Highlights verspricht und Neuerungen. Und da haben wir jetzt gleich einen Termin mit dem Herrn Schulz. Das ist der Vertriebsleiter der Firma Büttner, der viele Fragen, die sich ergeben aus der Caravan-Technik oder auch Servicetechnik, Unternehmen, die also Fahrzeuge unterwegs haben und angewiesen sind, eine autarke Stromversorgung zu haben. Diese Fragen werden mit Sicherheit sehr, sehr qualifiziert beantwortet werden können. Da werden wir jetzt gleich einen Termin mit dem Herrn haben. Bis gleich. Wir haben jetzt das Glück, dass Herr Schulz, der ist der Vertriebsleiter der Firma Büttner, Zeit für uns hat, um viele Fragen, die viele Camper mit Sicherheit im Kopf tragen oder auch Firmen, die Fahrzeuge haben, die im Servicebereich unterwegs sind, die eine autarke Stromversorgung brauchen, die vielleicht nicht unbedingt überall ein Stromnetz zur Verfügung haben. Und das ist ja sicherlich für viele ein großes Thema, gerade wenn es jetzt um Datensicherheit geht, um Datentransfers geht, dass man das System autark haben muss, Upload, Download, Daten hat, die bewegt werden müssen, kann man nicht darauf warten, dass man zu Hause irgendwie abends ins Hotel kommt. Und diese ganzen Thematiken stellen sich immer mehr. Und da, wie gesagt, haben wir Herrn Schulz an unserer Seite, der uns jetzt mal über die interessanten Produkte, die neu sind oder die sich auch natürlich über Jahre bewährt haben, einen Einblick gibt. Schönen guten Tag, Herr Schulz. Ja, guten Tag. Ja, wir freuen uns natürlich, dieses Jahr mal wieder alle an einer Messe dran teilnehmen zu können, nachdem wir ja Corona-bedingt ja lange Abstinenz von Messen zeigen mussten. Wir freuen uns dann natürlich auch mal wieder unsere Neuheiten auch zeigen zu können und auch Altbewährtes, weil Autarkie im Reisemobil ist natürlich aktuell ein Riesenthema und wird es auch noch in den nächsten Jahren bleiben. Weil, wie man ja hier auf der Messe sehen kann, ja nach wie vor noch ein riesiger Fahrzeugboom ja herrscht. Die Verkaufszahlen gehen ja nach wie vor durch die Decke und da wird es einen Riesenbedarf halt geben. Ne? Das ist auf jeden Fall so, ungebrochen. Ja. So, wir kommen ja ursprünglich von der Solartechnik, das ist ja unser größtes Thema. Damit sind wir ja auch bekannt geworden. Wir waren ja sehr, sehr früh, vor 30 Jahren schon, jemand, der Solar angeboten hat, wo alle gesagt haben, wir sind verrückt, ne? Braucht doch kein Mensch. Und jetzt ist das Thema größer denn je. Jetzt braucht es eigentlich jeder Reisemobilist. Ja. Also ohne dem ist Autarkie ja fast gar nicht mehr möglich. Nein. Und die Stellplätze sind ja auch mittlerweile nicht so ausgestattet, dass jeder einen Stromanschluss bekommen kann. Viele kriegen gar keinen Platz mehr, stellen sich irgendwo auf einen Stellplatz außerhalb einer Stadt hin oder suchen irgendwo ihr Glück, um da zu übernachten. Genau. Und dann ist die Stromversorgung, die man werksmäßig ja meistens bekommt, schnell am Ende. Da ist ja auch ein Stück weit die Industrie ein bisschen selber daran schuld. Wir zeigen ja schöne bunte Bildchen, Lagerfeuer am See oder in den Bergen. Genau. All das, was eigentlich gar nicht erlaubt ist. Ja. Aber da möchte natürlich dann der Kunde hin, der Endverbraucher, der Reisemobilist, er möchte das natürlich gerne erleben. Die YouTuber dieser Welt zeigen ja Ähnliches und die Instagrammer ebenso, alles schöne Hochglanzbilder, aber leider ist das halt nicht so ohne weiteres machbar. Ne? Ja, zumal auch dieses Offroad-Thema immer mehr wird. Ne? Das wird auch immer Russland größer. Über China bis sonst in alle Richtungen der Welt, wo man fahren kann, da geht es ja gar nicht mehr ohne. So ist es wohl. Ja, Lithium ist ein Riesenthema auch in diesem Bereich Autarkie. Das geht ja auch gerade quasi durch die Decke. Wenn man mal durch die Hallen so streift, sieht man ja, also ich sag mal, vor 5 Jahren waren es 2 oder 3, die damit auf ihrem Messestand standen. Ja. Mittlerweile haben sie ja ungefähr 20, 30 Anbieter, die da mit dem Thema Lithium da unterwegs sind. Ne? Also auch zurzeit ganz aktuell. Ne? Weil da gibt es natürlich auch riesige Qualitätsstreuungen, was man so mitkriegt. Ja. Ne? Einmal diese Amazon-Käufer, die über China importieren und dann irgendwie auf gut Glück da irgendwelche Eigenbauten machen. Und dann gibt es natürlich einige renommierte Hersteller, die im Markt sich tummeln und viele bauen auch nach, versuchen dann ihren Namen drauf zu kleben. Da gibt es dann auch so einige Anbieter. Auch das, aber das ist ja natürlich auch wieder ein Problem, wenn man nicht einen starken Partner im Hintergrund hat, der dann wirklich auch die Versprechung einhalten kann, wie Sie das können. Mit vielen Jahren Marktpräsenz. Ne? Ja, das auch ist ja da. Auch
Auch da müssen wir sehr viel Informationsarbeit leisten, wie wir es bei Solar gemacht haben. Also auch da hatten wir über Jahre einen langen Atem und jetzt ist es halt sehr erfolgreich. Wie gesagt, bei Solar sind wir der Marktführer im Reisemobilbereich. Bei Lithium ist es genauso ein Thema. Da gibt es riesen Qualitätsunterschiede, die natürlich der Endverbraucher so nicht erkennen kann. Im Zeitalter von Lithium werden natürlich, wird ein Bedarf geweckt im Reisemobil, der ja so bisher kaum möglich war. Klimaanlagen autark zu betreiben, die eventuell sogar elektrisch zu kochen oder. Das war ja bisher aus Kapazitätsgründen gar nicht machbar. Aber auch da hat Lithium bei der einen oder anderen Batterie seine Möglichkeit sehr schnell erreicht, weil viele Anbieter auf dem Markt sind, die gar nicht in der Lage sind, hohe Entladungsströme darstellen zu können über ihre BMS, die einfach notwendig sind, um diese großen Endgeräte auch betreiben zu können. Also da geht es schon los. Aber das merkt der Kunde oftmals erst dann, wenn er dann die preisgünstige Batterie von Alibaba eingebaut hat und dann feststellt, mit Wechselrichter und Co. funktioniert mein Föhn immer noch nicht. Ne? Ja, zumal die Leute ja auch immer nur auf die sogenannte Wattzahl gucken und zum Beispiel nicht den Unterschied, was hat VA für eine Bedeutung, sondern die gucken ja nur auf diese Wattzahl und haben gar nicht die Überlegung, dass es Blindwiderstände gibt, dass es Scheinwiderstände gibt und Einschaltströme haben die meisten ja auch nicht im Kopf. Ne? Das heißt, wenn auch die Klimaanlage einschaltet, ist eine induktive Last, dass dann also der Einschaltstrom Faktor 6, 7, 8 hochgeht, das wird das Problem dann sein, also, dass der BMS beim billigen Anbieter wieder abschaltet. Ja, genau. So ist und es. Die Sicherung fliegt. Und das haben viele halt, woher soll der Endverbraucher das auch wissen? Auch da liefern wir oder bieten wir ganz viele Informationsmöglichkeiten an. Eine bekannte Möglichkeit bei uns ist immer unser Handbuch. Mhm. Da haben wir auch einen großen Informationsteil zum Thema Lithiumbatterien. Kann der Endkunde sich kostenlos als PDF bei uns runterladen oder sogar kostenlos über unsere Homepage anfordern, schicken wir auch zu, damit wir auch erstmal die Informationen zu diesen ganzen Themen zum Endkunden transportieren. Wir haben ja nicht nur Elektroingenieure unter uns bei den Endkunden, sondern wir haben ja den Banker, wir haben den LKW-Fahrer, wir haben alles Mögliche an Kundschaft und die müssen natürlich also auch ordentlich und gut informiert werden, einfach informiert werden. Die müssen wir ja auch zu uns hochziehen von ihrem Wissen her, damit sie es auch verstehen. Und das ist einer unserer Hauptaufgaben, sehr, sehr viel Information und verständliche Information an den Endverbraucher zu bringen. Ne? Und dann natürlich mit der Hoffnung verbunden, dass er sich für unsere Produkte entscheidet, ganz klar. Ne? Aber da kann ich, wie gesagt, nur jedem Endverbraucher die Empfehlung geben, kostet nichts, tut nicht weh, das kann Sinn. Er bei uns, wie gesagt, entweder downloaden oder sich auch das Heft bei uns kostenlos zusenden lassen. Dass man wirklich Vorwissen bekommt, dass man wirklich weiß, was man überhaupt möchte und welche Vorstellungen man dann hat. Genau. Da muss man sich ja dann auch so wirklich mal in sein stilles Kämmerlein zurückziehen und Gedanken machen, was will ich eigentlich, was brauche ich, reicht es die Kaffeemaschine, habe ich den Toaster, habe ich den Fernseher? Habe ich das Induktivkochfeld und meine Waschmaschine wohl noch dabei? Und diese ganze Geschichte, das wird ja immer mehr. Wir sehen es ja so in den Hallen, wo die großen Fahrzeuge stehen. Die Morelos stehen da schon teilweise mit einer Waschmaschine ausgestellt, die zwar noch nicht bei denen im Sortiment ist, aber wir zeigen es schon mal und dann wissen wir ja auch, wo die Zukunft hingeht. Ganz großes Thema natürlich auch E-Bikes laden im Reisemobil. Der Markt ist oder der Bedarf ist auf jeden Fall schon da und wird natürlich auch sehr, sehr stark angefragt. Was ich jetzt neulich beobachtet habe, was irgendwie auch so ein Trend ist, es gibt ja jetzt diese vielen Balkonkraftwerk-Betreiber, die jetzt auf die Idee kommen, oh, ich habe ein Wohnmobil und das steht zu Hause, ich fahre dreimal im Jahr weg, die andere Zeit steht das Wohnmobil da, liefert Strom, aber der geht nirgendwo hin. Dass man dann die Anbindung auch machen könnte, ans Haus ran, also einzuspeisen. Ja, gut, die Fragen kommen immer schon mal wieder, das ist wohl wahr. Aber aktuell gibt es dafür noch nichts auf dem Markt. Das heißt natürlich nicht, dass man da zukünftig vielleicht mal was entwickelt. Aber erfahrungsgemäß, natürlich kommen immer mal viele Fragen. Wenn man dann sowas mal wirklich aufgreift, dann ist die Frage, wie ist tatsächlich hinterher die Vermarktbarkeit? Ja, ist tatsächlich das Interesse so groß, dass sich das wirklich
ja, wirtschaftlich darstellen lässt, auch sowas zu entwickeln und anschließend auch anbieten zu können. Ne? Ja, das sind geringe Beträge Ende des Jahres irgendwo unterm Strich. Weil, ne? Genau, wenn ja. Der dann nämlich vielleicht feststellt, okay, da ist ja doch nicht ganz so viel, wie man gedacht hat, aber vorher diese Investition zu leisten, muss man schauen. Ne? Muss man wirklich abwägen. Weil ob das dieser ganz große Markt dann werden könnte, aktuell noch nicht absehbar. Ja. Ja, die ganze Sache wacht ja auch eigentlich erst so richtig auf jetzt. Ne? Das ja, ist wirklich also, im Erwachen. Ne? Ja, ne? Ja. Aber natürlich werden dann sofort viele Themen, viele Fragen, die dann aufkommen, die dann auch gestellt werden und so weiter. Ne? Interessant ist ja, wenn ich jetzt meinetwegen als neuer Campingfahrzeuginteressent so ein Fahrzeug mir konfigurieren lasse, wie würden Sie raten, das zu handeln? Weil viele Hersteller, wie man noch momentan sieht, gehen viel auf AGM und immer noch auf GL, was eigentlich ja veraltet ist, sage ich mal. Die haben immer eine Daseinsberechtigung als Startbatterie, keine Frage, aber ebenso eben als Aufbaubatterie ist natürlich Lithium-Ionen ganz klar. Ist da das geht Thema. Die Zukunft, da geht die Zukunft. Wie sollte man als Neuanfänger sich verhalten? Wäre es denn besser, dann nachzurüsten und dann lieber den Rat bei Ihnen zu suchen und zu sagen, so, die Konzeption über einen Fachhändler, der Ihre Produkte vertreibt, dass man da dort beraten wird, vorher mal die Hausaufgaben macht, dass man so ein bisschen informiert ist, man weiß, wovon geredet wird und dann lieber nachrüsten zu lassen oder direkt ab Werk bauen zu lassen, weil da hat man ja wieder nicht die Möglichkeit, dass man sich das konfigurieren kann. So, ne? Richtig. Ja, also natürlich, wir sprechen von einem Neueinsteiger. Ja, Der weiß ja noch in der Regel noch nie einmal, was hat er überhaupt für einen Strombedarf pro Tag. Damit geht es ja schon mal los. Und deshalb ist es dann also auch für den Fahrzeugverkäufer in der Fahrzeugberatung sehr schwer festzulegen, was brauchst du. Das muss tatsächlich im Nachgang durch den Handel geleistet werden, dass dort im Handel dann tatsächlich mit dem Kunden gemeinsam der Bedarf ermittelt wird, was hast du für einen Strombedarf, um dann individuelle Lösungen zu treffen. Weil wir haben nicht pauschal über alle Fahrzeuge die gleiche Dachfläche für Solar zur Verfügung. Ich habe nicht überall die gleiche Stellfläche für Batterien zur Verfügung. Also das muss man schon ein bisschen individualisieren. Das kann man nicht pauschal erschlagen. Das ist halt sehr, sehr schwer. Und vor allen Dingen, der Fahrzeugverkäufer muss teilweise von einem Hersteller 130 Grundrisse können, 20 Polsterfarben und 30 Gardinenfarben und dann soll er auch noch Elektrotechnik und dann soll er auch noch Gastechnik und Fahrwerkstechnik. Also da ist dann natürlich auch der Fahrzeugverkäufer irgendwie sehr, sehr schnell an seine Grenzen gestoßen. Da muss es dann in die jeweiligen Fachabteilungen oder halt auch unter anderem bei uns dann landen, wo wir dann mit dem Kunden zusammen quasi abstimmen können, was hast du für einen Bedarf, was brauchst du, was sind deine Wünsche. Manch einer möchte ja nur bei einer Zufahrt zu seinem Urlaubsort nur mal ein oder zwei Nächte stehen können. Der andere möchte, wie es überall so schön dargestellt wird, eine ganze Woche lang autark stehen können. Da sind natürlich also auch die Bedürfnisse unterschiedlich und da muss man das dann ein Stück weit individualisieren. Da ist natürlich der Fahrzeughersteller also auch noch ich sag mal, da braucht er auch noch Hilfe. Das ist natürlich auch sehr schwer für ihn, solche Fahrzeuge zu entwickeln, die eigentlich alles abdecken können. Und vor allen Dingen ist es natürlich auch eine Preisfrage. Ja, im ersten Step als Neufahrzeugkäufer geht es ja auch darum, er guckt natürlich auch erstmal ein bisschen aufs Preisschild. Auch ganz klar machen wir als Verbraucher auch. Wir gucken auch immer mit einem Auge aufs Preisschild und da möchte der Fahrzeughersteller sich natürlich auch so ein bisschen darstellen, dass er ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat, weil nicht jeder Kunde versteht vielleicht sofort, warum er der eine Fahrzeughersteller 10.000 Euro teurer ist als der andere, weil der ja auch diese Komponenten dann ja erstmal gar nicht so nachvollziehen kann. Ne? Also das muss man schon aktuell noch im Nachgang machen. Ne? Wie ist das, wenn jetzt jemand Ihre Unterlagen gelesen hat, wie kommt er auf einen guten, qualifizierten Händler, wo er sicher sein kann, dass der, sagen wir mal, auch die Vorschriften der VDE wirklich umsetzt, weil
kenne es selber aus dem Umfeldbereich, dass da viel passiert, NIM-Leitung einbauen und so weiter. Lüsterklemmen, das ganze alte Thema. Ja. Kabel ohne Schutzschlauch und. Dass man da sicher sein kann, Ihre Produkte werden sicherlich an qualifizierte Leute geliefert, ist eh klar. Aber dass er da sagt, ich bin in guten Händen, kann man dann über Sie Empfehlungen bekommen, über Händler, die dann eben gezielt die Produkte verarbeiten oder besser gesagt auch einbauen qualifiziert. Mhm. Das ist ja wichtig, gerade für Neuling, dass er in richtige Hände gerät. Ja. Nee, also da gibt es den Tipp von unserer Seite her. Mhm. Wir haben auf unserer Homepage dementsprechend Einbau und Premium-Partner hinterlegt. Mhm. Wir haben da oben so in der oberen Menüleiste drei Reiter. Der mittlere ist Service, den kann man öffnen und dann kommt auch die Rubrik Premium- und Einbaupartner. Mhm. Da findet man aktuell deutschlandweit 300 Betriebe, die auch alle von uns geschult wurden. Darüber hinaus gibt es auch noch Betriebe in Holland, in der Schweiz, in Österreich, die dort ebenfalls hinterlegt sind. Und wir arbeiten ständig daran, weitere Betriebe zu schulen, um da dementsprechend weitere Einbaupartner darstellen zu können, um dieses Händlernetz stetig zu erweitern. Ne? Wie ist das, wenn ich jetzt im Ausland ein Problem habe? Ich stehe in Spanien irgendwo, habe jetzt einen Wechselrichterausfall, Batterie geht kaputt oder irgendwas bezüglich der Servicemöglichkeiten. Mhm. Da haben Sie ja durch Ihr großes Netz wahrscheinlich die Möglichkeit, in der kürzester Zeit Hilfe anzubieten. Ne? Ja, also auch da geht demnächst die Zukunft hin, dieses Servicenetz also auch in die weiteren europäischen Länder hin auszuweiten. Mhm. Da arbeiten wir gerade an Konzepten, da müssen Schulungen angeboten werden und die müssen natürlich so hergestellt und aufgestellt werden, dass wir die auf alle europäischen Länder adaptieren können. Mhm. Ja, das sind die nächsten Aufgaben, die jetzt gerade in Planung sind, um auch da im weiteren Ausland da noch ein Servicenetz aufzubauen. Ja? Sehr, sehr interessant. Viele Fragen nach Solaranlagen, speziell Hochvoltmodule. Mhm. Können Sie da uns ein bisschen Näheres was zu erzählen? Ja, ich sag mal so, ich komme jetzt mal dann von unserem Portfolio. Wir haben ja im Großen und Ganzen bei den Rahmenmodulen drei Serien, die wir anbieten. Können wir mal gucken? Ja, wir können ja gerne mal rübergehen, dann sehen wir es vielleicht. Fangen mal hier mit unserer Blackline-Serie an. Das ist unser Einstiegsmodul, aber wir differenzieren uns halt schon von weiteren Mitbewerbern dadurch, dass wir nicht 36 Zellen auf so einem Solarmodul haben, sondern die auf 72 Zellen verdoppelt haben. Mhm. Das hat ganz einfach den Vorteil, bei Teilabschattungen bricht nicht sofort die ganze komplette Modulspannung ein. Natürlich verringert sich dann auch bei uns die Leistung, aber wir kriegen über den Rest des Moduls einfach noch einen Ladestrom erzeugt. Abschattung durch Bäume etc. Ja. Man weiß nicht, wo kriegt man einen Stellplatz zugewiesen oder ich stell mein Fahrzeug auf, fahre meine Sat-Antenne raus und drei Stunden später habe ich eine Teilabschattung durch die Sat-Anlage. Ne? Das können dann alles so beeinflussende Faktoren sein. Und damit wir hier nicht gänzlich gegen Null fahren, haben wir hier eine Technologie angewandt, dass wir die Zellen verdoppeln, anders verschalten, um auch dann dabei noch Strom erzeugen zu können. Das ist jetzt kein Hochvoltmodul, von dem Sie gesprochen haben, sondern das hat jetzt nur roundabout 22 Volt Modulspannung, aber hat dann also auch aktuell das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Es muss nicht jeder ein Hochvoltmodul haben. Das, ne? Also das heißt, für viele reicht auch sowas. Man würde dann im Zweifelsfall, um den MPPT-Regler optimal anzusteuern, wahrscheinlich zwei in Reihe schalten. Dann, ne? Und dann eben immer zwei parallel, je nachdem wie der MPPT-Regler von der Leistung das, die Spannung aufnehmen kann, man dann die Spannung gewährleisten. Ne? Ja, ist rein theoretisch möglich. Wir favorisieren aber nur die Parallelschaltung, auch mit unseren Komplettanlagen. Ja. Sagen auch immer aus, keine Reihenschaltung. Es ist zwar rein theoretisch möglich, auch mit unserem MPPT-Regler, weil der eine Eingangsspannung von maximal 50 Volt verarbeiten kann. Ja. Aber wir sagen eigentlich immer aus und raten immer dazu, Parallelverschaltungen zu machen. Okay. Ne? Mhm. So, was dieses Hochvolt hat, das können wir dann bei den Powerline-Modulen sehen. Da haben wir hier zwei Module im Programm.
Das nennt sich dann bei uns Powerline-Serie. Mhm. Hier haben wir zwischen 27 und 28 Volt Modulspannung. Mhm. Und die reicht dann halt auch aus, um dann mit dem MPPT-Regler, den wir dann auch im Set hier zu liefern, dann dementsprechend diesen höheren Ertrag wieder zu erzeugen, um dann diesen Effekt mit dem MPPT-Regler zu erzeugen. Ne? Die haben wir dann in zwei Leistungsgrößen und das ist dann jetzt quasi unser Hochvoltmodul. Ja. Ne? Da haben wir dann diese Vorteile, die ja dann der MPPT-Regler dann bringt, die erreichen wir dann damit. Ne? Ah, ja. So, und dann haben wir noch, jetzt können wir das, kommen wir da mit der Kamera, glaube ich, nicht dran. Ich hol's mal vor. Kannst du bitte rüber? Oh, ja, oder so. Ja, hier haben wir unsere Cisline-Module. Damit haben wir ein Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt. Warum gibt es die? Also wir haben hier eine ganz andere Modultechnik, eine ganz andere Zellentechnik. Man sieht hier lineare Zellen. Ja. Und das sind jetzt keine Zellen, die geschnitten werden und dann auf einem Laminat aufgebracht werden, sondern hier wird das Material auf einem Glasträger aufgedampft. Okay. So, hat den Vorteil, wir brauchen nicht immer nur direktes Sonnenlicht, sondern wir können halt auch bei diffusem Licht im Winter, Skandinavienfahrer und so weiter, können damit halt auch ordentliche Solarerträge erzielen, hat aber den Nachteil, Trägermaterialglas, Deckmaterialglas ist sehr schwer. Ja, klar. Und ist natürlich von der Produktionstechnik ein sehr aufwendiges Produkt und dadurch natürlich auch nicht das preiswerteste Modul. Aber unwetterfester natürlich auch wieder, ne? Ja, das auch. Hagelschlag, sowas. Aber ich sag mal so, diesen Bagatellhagel, über den wir uns in der Regel immer unterhalten, den können wir mit allen Modulen bei uns gewährleisten. Mhm. Also das ist jetzt nicht das Problem. Ne? Mhm. Da können auch die Flachmodule und alle anderen Rahmenmodule genauso gut mit umgehen. Das ist, das ist nicht das Problem. Natürlich das vielleicht etwas mehr. Ja. Ne? Ja. Also das ist dann unsere Modulrange. Dann, wie gesagt, haben wir ja noch diese Flachmodule, die natürlich gerade im Zeitalter von der Vanlife, Fahrzeug, Schlafdächer, also Aufstellschlafdächer und so weiter, auch immer mehr an Kunden dazu gewinnen, weil das hat man mal früher gemacht und naja, wurde so eher spärlich, aber jetzt im Zeitalter von den ganzen Vans und Schlafdächern auf den Fahrzeugen gewinnen die immer mehr an Fahrt und werden immer gefragter, weil da dürfen die Module nicht so schwer sein oder Durchfahrtshöhen bei Fahrzeugen oder. Da werden dann immer vermehrter jetzt solche Module auch eingesetzt, um dann da den Strombedarf zu decken. Ne? Und die sich natürlich auch ein bisschen an die Kontur des Daches anpassen können, dadurch, dass sie so flexibel sind. Im gewissen Rahmen geht es auch. Es sind jetzt keine die sind nicht voll flexibel, die Module, sind teilflexibel. Also wir können da einen gewissen Radius mit darstellen, aber nicht voll flexibel. Ne? Klar. Also und auch die, aber dafür, wenn ich sie flächig verklebe, sind sie sogar begehbar. Ne? Also das ist dann auch möglich. Ne? Natürlich auch interessant für, bei manchen Leuten. Ja, für Leute, die dann vielleicht noch einen Kajakträger oder sonstiges auf dem Boot haben oder Surfträger oder. Genau. Und haben daneben noch Platz gefunden, weil diese Rahmenmodule sind dann natürlich nicht begehbar. Ja, und dann verhindert er vielleicht den Zugang zu seinem Sportgerät. Wie ist das mit dem Wirkungsgrad, wenn jetzt die Sonne voll drauf knallt? Ich habe ja dann von unten keine Belüftung. Dann habe ich keine Belüftung und dann habe ich natürlich auch einen gewissen Verlust. Mhm. Das ist dann bei den Modulen so. Mhm. Die Zelle, wenn die ja eine gewisse Temperatur erreicht, regelt die ja ihre Leistung. Mhm. Ist physikalisch einfach so vorgegeben. Mhm. Das ist nicht nur bei uns so, sondern bei allen Flachmodulen so. Physikalisches Problem, ja. Das ist einfach so, aber Alternative wäre dann vielleicht gar kein Modul zu haben, dann hat er null Ertrag. Das wäre dann der schlechtere Kompromiss. Man muss da natürlich auch Kompromisse eingehen. Ne? Das stimmt. Was noch viele natürlich auch wieder immer umtreibt, ist die Strombegrenzung im europäischen Ausland. Ja. Man hat zwar einen Stromanschluss, aber nur 6 Ampere, 10 Ampere, je nachdem. Ja. Und dann geht das Licht aus, wenn man es falsch macht. Ja. Das kann auch passieren. Gerade dann die größeren Fahrzeuge, die dann wirklich auch große Verbrauche über Wechselrichter betreiben, da kann es dann mal zu einem Netzmangel dann vor Ort kommen in Südeuropa, wo die Infrastruktur eben nicht so gegeben ist, wie man es von zu Hause erkennt. Ne?
Dafür haben wir natürlich auch Lösungen. Da gehen wir mal dort rüber. Mhm. Ist klar. Gut, ja, also hier haben wir unsere Kombigeräte, ICC-Baureihe. Wie man schon hier lesen kann, haben wir hier ein Kombigerät, ein Wechselrichter und Laderkombi. Unsere Wechselrichter sind immer generell alle auf Sinus ausgelegt, auf die Sinuskurve ausgelegt. Eine andere Möglichkeit gibt es bei uns gar nicht. Ja, und die haben dann natürlich noch den Vorteil, ich kann einen Netzmangelausgleich darstellen. Wie Sie gerade schon sagten, der Stromanschluss ist auf 6 Ampere vielleicht begrenzt. Er möchte dann die Waschmaschine, Geschirrspüle oder sonstiges betreiben. Ja, wo holt er dann vielleicht die letzte Leistung noch her? Genau. Das können diese Geräte darstellen. Die holen dann die noch benötigte Leistung aus dem Batteriestrom heraus und stellen die dann bereit. Können wir dementsprechend in der Grundausstattung auf 3, 6 oder 16 Ampere, die wir dazu regeln können, einstellen, voreinstellen. Oder optional mit einem separaten Bedienteil, dementsprechend dann von 0 bis 16 Ampere sogar stufenlos dazu schalten. Stufenlos sogar? Stufenlos. Das kann ich dann manuell hier über das Drehrad dann sogar von 0 bis 16 Ampere dann regeln. Ne? So, und so können das ist ja auch ein Seltenheitsmerkmal, ne? Haben nicht alle. Die meisten haben nur Stufen. Ja. Ja. Ne? Ja. Hey, also wir haben das jetzt dementsprechend jetzt seit einem Jahr also auch stufenlos. Ne? Ja, und damit kann man dann natürlich also in diesen Regionen, wo der Stromanschluss schwach besetzt ist, trotzdem seine großen Geräte betreiben und dann schaltet man unseren Wechselrichter halt dazu. Ne? Und ansonsten, wie gesagt, haben wir das kleine Gerät mit 1600 Watt Wechselrichterleistung und 60 Ampere Ladeleistung als 230 Volt Lader. Und hier unten ist dann das große Flaggschiff mit 3000 Watt. Wechselrichterleistung und 120 Ampere Lader. Ne? So dass, wenn Lithiumbatterien oder Batteriebänke sogar vorliegen, mit 120 Ampere Ladestrom also auch da eine Nachladung sehr schnell gewährleistet werden kann. Und da kann ich wahrscheinlich den Ladestrom auch kalibrieren, ne? Also je nachdem, wie groß die Batteriebank ist. Ne? Ja, ich kann den auch noch reduzieren, den Ladestrom, das geht auch. Weil da sagt man ja auch, selbst bei Lithium kann man nicht die volle Last geben, weil das... Also ich kann zumindest die Aussage machen, ne? Bei unseren Lithiumbatterien, bei einer 100 Ampere Lithiumbatterie, Amperestundenbatterie, können Sie mit 100 Ampere Ladestrom raufgehen. Wenn die Batterietemperatur stimmt. Ja, natürlich. Ja, ja. Also das ist natürlich ein großes Thema, Temperaturen in den Batterien bei Lithium. Bei uns wird, egal welcher Lader, vom Solarregler angefangen, über einen Ladebooster bis hin zum Ladegerät, alles temperaturgesteuert geladen. Sensoren an der Batterie, die dann eben messen, was dort vorliegt, ist sogar Frostbereich, Plusbereich. Temperaturfühler innerhalb der Batterie. Wir messen nicht außen am Gehäuse, wir messen auch in der innersten im innersten Zellpaket die Temperatur. Die Kerntemperatur der Batterie. Genau, damit das also auch gewährleistet ist, dass sie nur dann einen Ladestrom erhält, wenn es auch von der Temperatur her möglich ist. Ganz genau, wenn man im Minusgradbereich versucht zu laden, geht die Batterie kaputt, richtig. Ja. Im Minusgradbereich oder halt auch im Sommer, wenn die Fahrzeuge in der Sonne stehen, auch bei über 50 Grad plus, ist das auch nicht so wirklich angebracht, da einen Ladestrom drauf auf die Batterie zu schicken. Ne? Das ist absolut so, ja. Ja. Und daher bei uns generell jede Ladung, jeder Ladestrom temperaturgesteuert. Ne? Das ist absolut wichtig. Man kann dann die Batterien über das Display auch einzeln abrufen, sehen, was da drin davor geht, irgendwie Ladezustand und so weiter? Oder also hier ein Bussystem oder wie wird das dann? Ja, ein Bussystem haben wir nicht, aber auch dieses Display zeigt mir eine Batteriespannung an, zeigt mir Ladezustand der Batterie an, das macht er. Mhm. Ne? Aber zeigt jetzt keinen Endladestrom beispielsweise an. Das ist jetzt kein Batteriecomputer. Das stellen wir ja noch anders dar. Ne? Das über den Messstand dann separat. Genau, ne? Das machen wir dann über den Messstand, wo wir dann halt dann also auch Restlaufzeiten, Ladezustände der Batterie, wie viel Strom wird entnommen, wie viel wird geladen und so weiter. Das stellen wir dann mit unseren Batteriecomputern dann dar. Ne? Und dann wahrscheinlich mit der Anbindungsmöglichkeit auch das Wohnmobil fernab zu fragen, wenn man die Möglichkeit auf dem Dach hat, LTE-Antenne und so weiter und so, falls das gewünscht wird. Also wir werden da zukünftig per SMS-Abfrage sowas anbieten. Wir machen nicht so, wie viele es per Bluetooth-Anbindung, weil diese Bluetooth-Sender in der Regel
bei fast keinem abschaltbar sind, ja, und das einen ständigen Verbrauch darstellt. Und stellt man dann sein Fahrzeug ins Winterlager, macht dann jeder im Frühjahr die Erfahrung, Bluetooth hat mir meine Batterie auf Null gefahren. Hm. Weil, ja, das unterschätzt die stillen Verbraucher. Ne? Genau, ja. Denn ob ich die Information abrufe oder nicht, der Sender sendet. Ja, ja, ne? Richtig. Also genau. Das unterschätzen sehr viele. Mhm. Und man hört in Kundengesprächen sehr oft, ja, meine Batterie war auf Null runtergezogen. Erste Frage, Bluetooth-Monitoring deiner Batterie, ja, dann ist das leider so. Mhm. Ne? Mhm. Und, wie ist das bei Lithium-Ionen-Batterien? Die schalten sich ab einer gewissen Entladungsschwelle ab wahrscheinlich. Ne? Wie handhaben Sie das? Also auch das wird mit unseren neuen Lithium-Batterien demnächst möglich sein. Ja, also das sind unsere Lithium-Batterien. Auch hier wird es demnächst eine Möglichkeit geben. Also wir haben jetzt seit diesem Jahr teilweise auch eine neue BMS wieder entwickelt, wo wir quasi auch unsere Batterie ein- und ausschalten können, rein theoretisch. Wir arbeiten gerade an diesem Modul, dass wir das per SMS zukünftig ein- und ausschalten können. Das ist gerade in der Entwicklung, denn unsere Batterien haben nicht nur hier den Anschluss für den innenliegenden Temperaturfühler, sondern die haben jetzt auch neuerdings einen Anschluss, um mit unseren Geräten zum Teil die BMS ansteuern zu können. Ah, okay. Ja? Aber das ist dann, glaube ich, aktuell noch ein Alleinstellungsmerkmal. Wollte ich gerade sagen, es ist weitergedacht schon. Wir denken da schon wieder weiter, beziehungsweise brauchen wir es auch schon aktuell für ein neues Produkt, was wir seit Anfang des Jahres auf dem Markt haben, womit wir aktuell, glaube ich, also auch als Zulieferer ziemlich alleine auf dem Markt sind. Da müssen wir vielleicht auch nochmal eine Station weitergehen. Das ist dann dieses System, das ist dann unsere neue Lithium Power Unit. So, wir sprachen ja vorhin schon mal eingangs von neuen Neukunden. Genau. Wir sprachen von ganz vielen Neufahrzeugen, die auf den Markt kommen. Und alle sind in der Regel mit der klassischen AGM-Batterie ausgestattet. Genau. So, jetzt möchte der Kunde seine Batteriekapazität erweitern und er möchte auch schon irgendwas mit Lithium haben, die ja schon viele im Kopf, weil sie es irgendwo gehört haben. Aber er hat das klassische Fahrzeug mit einem Ladegerät von seinem Fahrzeughersteller dort drin, was in der Regel nicht Lithium geeignet ist, und hat dann eine AGM 95 Amperestunden Batterie in der Regel ja drin. Das ist ja so das große Thema. So, und ja, dann kommt das Problem auf, wenn der Händler mit dem Kunden im Gespräch ist für Kapazitätserweiterung und so weiter, wie kann ich meine Ladetechnik und für längere Autarkzeiten aufrüsten. Haben wir jetzt hier ein unserer Meinung nach ein sehr einfaches Werkzeug auf den Markt gebracht. Mit diesem System, mit unserer Power Unit, können wir, in dieser Power Unit sind enthalten einmal dieser spezielle Batteriecomputer, unsere Unit-Einheit. Mit unserer neuen Power Unit können wir, und jetzt sieht man hier, warum wir auch diesen Eingang jetzt haben für unsere BMS, wir können unsere BMS steuern. Und das machen diese beiden Geräte dann. So, wir können dann unsere Lithium-Batterie jetzt parallel mit der AGM oder auch mit einer Gel-Batterie anschließen. Auch interessant, also die Impedanzprobleme sind dann weg. So, und haben dann eine Kapazitätserweiterung, habe die Vorteile von einer Lithium-Batterie, sprich weniger Gewicht gegenüber einer zweiten AGM-Batterie und 50% mehr nutzbare Kapazität. Und ich habe die Vorteile der AGM-Batterie, hohe Ladeströme bei tiefen Temperaturen. Richtig. Kaltstart meines Fahrzeugs im Winter. Weil alle Verbraucher bleiben auf der AGM- oder Gel-Batterie angeschlossen, genauso wie alle Ladegeräte, ob jetzt Solar oder das Ladegerät ab Werk oder der Booster, nach wie vor hier angeschlossen bleiben. So, unser System erkennt, wenn diese Batterie geladen ist und schaltet die Batterie per BMS weg. Und deshalb brauchen wir diese Ansteuerung. Ja. Okay. Ne? Hochinteressant. Auch hier wieder wird auch wieder Temperatur gesteuert, die Ladung durchgeführt. Ne? Und dann wird mit der Restladezeit
dementsprechend die AGM weitergeladen. Die hat sich weggeschaltet. Und wenn wir kein Ladestrom mehr anliegen haben, wird der Verbrauch hier stattfinden. Und die Lithium-Batterie schiebt Ladestrom zur AGM-Batterie nach. Was natürlich auch den Vorteil hat, die AGM-Batterie hat ja am besten immer den vollgeladenen Zustand. Das ist ja das, was für sie optimal ist. Richtig, ja. Um die Lebensdauer zu erweitern. Genau. Und das erreichen wir damit auch. Keine Tiefentladung mehr. Ich habe hier keine Tiefentladung mehr. Ne? Und alles, was passiert in diesem System, zeigt dann dieser Computer an. Okay. Ne? Der zeigt mir dann die Systemspannung an, zeigt mir die Restkapazität an, zeigt mir den Verbrauch oder den Ladestrom an. Habe ich dann alles dann hier auch in der Überwachung und der Kunde kann seine autarke Zeit planen. Man könnte also, wenn man als Hersteller weiterdenkt, im Grunde genommen diese ganze Problematik Aufbaubatterie separat, Starterbatterie vergessen und könnte alles zusammenfassen in einer großen Batteriebank, die man irgendwo zentral baut und die ganze Verkabelung zentral einrichten könnte. Das würde ja die Sache vereinfachen. Da viele Kabel weniger ziehen, weniger Kabelwege, ja. Ja, alles hocheffektiv, weniger Kupfer. Da ist mit Sicherheit noch ganz viel möglich in der Technologie. Aber wie wir vorhin ja schon eingangs erwähnten, da kommt das Preisschild auch immer. Ja, natürlich. Erstmal zum Tragen. Oh. Und wenn es dann darum geht, auf dem Markt auch preislich attraktive Fahrzeuge erstmal darstellen zu wollen, technisch ist immer sehr, sehr viel möglich. Aber dann entscheiden natürlich auch noch andere Leute, die sagen, na, ob dann ein Auto, was jetzt 50 gekostet hat, für 60.000 zu vermarkten ist oder nicht. Also da ist technisch sehr viel möglich, aber ich denke mal, in diesem Bereich werden wir die nächsten Jahre noch viel nachrüsten müssen. Ne? Sicherheit. Um das Thema Autarkie beim Endkunden zu platzieren. Kommt ja eh viel auf die Industrie dazu. Ja. Allein Diesel wird wegfallen, irgendwann durch Wasserstoff gegebenenfalls Strom, Wasserstoff kombiniert, wie auch immer. Ja. Da kommt ein großes Umdenken. Na gut. Die ersten Entwicklungsstufen sind schon in den Fahrzeughallen jetzt zu besichtigen, zu sehen. Also auch da wird es mit Sicherheit Richtungen geben, Antriebsformen, ob jetzt Elektromotor oder andere. Da werden noch ein paar Jahre ins Land gehen und da wird natürlich noch viel Entwicklungsarbeit zu leisten sein. Ne? Klar, Regulierung, Kooperation und so weiter. Ja. Gibt es viele Möglichkeiten. Hochinteressant. Aber hier haben wir eine Möglichkeit gefunden, jetzt erstmal ohne große Veränderungen im Fahrzeug Kapazität zu erweitern mit Lithium an vorhandene Batterietechnik. Sehr einfach auch für den Handel. Und somit hat er dann seine Vorteile. Ja, vor allem, man muss nicht alles rausreißen. Genau. Was ja eben viel ist, ne? Die reißen die Batterien raus, sind eigentlich noch gut, die Batterien. Ja. Und werden weggeworfen, obwohl es nicht nötig ist. Ist ja nicht nachhaltig, eine neue Batterie, die jetzt gerade ein halbes Jahr alt ist oder was, aus dem Fahrzeug zu entfernen. Ist ja auch nachhaltiger für die Umwelt, ne? Brauchen tut sie kaum noch jemand. Die lassen wir drin, docken unser System an und wir haben alles, was wir wollen. Hochinteressant. Ja. So, jetzt gehen wir mal wieder aus den Knie hoch. Ja. hoch interessant, muss ich sagen. Ja. Ja, das habe ich auch noch nie gehört hier. Das ist seit Anfang dieses Jahres sehr neu, also ganz neu. Mhm. Und wir merken halt, es ist noch nicht wirklich bekannt. Nee. Weder im Fachhandel noch beim Endkunden. Und das wird in den nächsten Wochen und Monaten für uns eine Aufgabe sein, das bekannt zu machen. Ne? Ganz im Sinne des Kunden. Ja. Auf jeden Fall. Sehr, sehr interessant. Ja, was auch immer sehr interessant ist, wo ich dann mit dem Endkunden auch mal sehr gerne hier rangehe, um zu zeigen, was bedeutet das. Weil Thema Autarkie, was möchten Sie machen, was wollen Sie betreiben? Ja, ich will ja nur einen Föhn. Ich will ja nur morgens einen Kaffee trinken. Hört sich erstmal lapidar an, ist ja nichts, bedeutet ja nicht viel. Und wir haben jetzt hier so ein aktives System, da ist eine 120 Amperestunden AGM-Batterie dran. Wir haben hier einen Batteriecomputer angeschlossen und wir haben den Wechselrichter hier in Betrieb angeschlossen mit einem Verbraucher. So, und wir schalten jetzt mal den Wechselrichter ein. So, und dann zeige ich den Kunden auch immer mal, was für einen Stresstest er seiner Batterie antut, wenn er nämlich mal den Föhn anschmeißt. Aber jetzt wird es ein bisschen laut durch den Föhn,
aber es fließen auf einmal sehr hohe Ströme. 115 Ampere. Ja? Die gehen auch an knapp 120 Ampere ran. Ja. Und was natürlich auch noch ist, die Batteriespannung fällt sofort deutlich unter 12 Volt herunter. Mhm. Oh, daran kann man dann sehen, dass wir mit der AGM-Batterietechnik dann beim Einsatz eines Wechselrichters mit einem großen Verbraucher sehr schnell an unsere Grenzen stoßen. Ne? Und der Wunsch, ich möchte ja nur mal den Föhn betreiben. Nur mal den Föhn betreiben, dann halt doch schon für die Batterie Stress bedeutet. Mhm. Ne? Und dann sieht man, wie man sehr schnell oder wie ernüchternd dann der Kunde darauf reagiert und sagt, das klappt jetzt mit meiner Situation nicht gerade wirklich. Mhm. Ne? Aus dem ursprünglich geplanten Wechselrichter, den ich nur brauche, wird dann doch sehr schnell, wenn er 3, 4, 5 Tage stehen will, eine größere Baustelle als nur den Wechselrichter einzubauen. Mhm. Ne? Und das kann man immer sehr schön plastisch und praktikabel an so einem vormontierten Modell mal zeigen. Guck mal hier, das bedeutet das tatsächlich, was du brauchst. Ne? Ja, das ist den meisten nicht bewusst. Und das ist vielen eben nicht bewusst. Und auch da muss ganz viel Informationsarbeit geliefert werden durch uns, durch den Handel und so weiter. Aber der Kunde möchte es, der hat seine Wünsche, der hat die Erwartungshaltung, Steckdose ist im Auto drin, dann möchte ich auch was reinstecken können, was dann funktioniert. Ne? Genau. Ja, da geht immer mehr der Trend hin. Richtig, ne? Das ist so. Das Sorglos-Paket rundum. Im Zeitalter von Lithium-Batterien ja auch technisch lösbar. Ja, klar. Ne? Keine Frage. Und man kann ja immer wieder nachrüsten oder gegebenenfalls auch den Bedarf anpassen. Mhm. Die technischen Möglichkeiten sind da, wenn die Fundamente gut gelegt sind. Genau. Ja, so haben wir denn jetzt auch erstmal so grob unser Sortiment hier mal überschaut. Mhm. Also wir haben jetzt mal so alle Gruppen mal kurz uns angeschaut. Und das ist unser großes Thema. Ne? War sehr, sehr interessant. Auch für mich wieder einiges Neues, vor allen Dingen diese Lösung hochinteressant. Ja. Hat mich sehr gefreut. Ja. Und ich denke auch unsere Zuschauer und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Messeverlauf. Mhm, danke. Und vielen Dank fürs sehr gute Gespräch. Ja, sehr gerne. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.